Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden unterstreichen, überweisen, sparen, reduzieren, raten fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz unterstreichen. Bir şeyin altını çizmek veya vurgulamak anlamına geliyor. Unterstreichen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich unterstreiche. Ben altını çiziyorum. Ich unterstreiche. Ich unterstreiche. Präteritum, ich unterstrich. Ben altını çiziyordum, çizdim. Ich unterstrich. Ich unterstrich. Perfekt. Ich habe unterstrichen. Ben altını çizdim. Ich habe unterstrichen. Ich habe unterstrichen. Tekrar edelim. Ich unterstreiche. Ich unterstreiche. Ich unterstrich. Ich unterstrich. Ich habe unterstrichen. Ich habe unterstrichen. Futur 1. Ich werde unterstreichen. Ben altını çizeceğim. Ich werde unterstreichen. Ich werde unterstreichen. Futur 2. Ich werde unterstrichen haben. Ben altını çizmiş olacağım. Ich werde unterstrichen haben. Ich werde unterstrichen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte unterstrichen. Ben altını çizmiştim. Ich hatte unterstrichen. Ich hatte unterstrichen. Tekrar edelim. Ich werde unterstreichen. Ich werde unterstreichen. Ich werde unterstrichen haben. Ich werde unterstrichen haben. Ich hatte unterstrichen. Ich hatte unterstrichen. Örnek cümlemize geçelim. Ich unterstreiche im Text alle Wörter, die ich nicht verstanden habe, mit rot. Metinde anlamadığım tüm kelimelerin altını kırmızı renkle çiziyorum. Tekrar edelim. Ich unterstreiche im Text alle Wörter, die ich nicht verstanden habe, mit rot. Ich unterstreiche im Text alle Wörter, die ich nicht verstanden habe, mit rot.
Farklı bir örnek cümlemiz. Burada fiilimizin anlamı farklı. Während seiner Rede unterstrich er die Wichtigkeit des Themas. Konuşması esnasında konunun önemini vurguladı. Tekrar edelim. Während seiner Rede unterstrich er die Wichtigkeit des Themas. Während seiner Rede unterstrich er die Wichtigkeit des Themas. Diğer bir fiilimiz überweisen, havale etmek anlamına geliyor. Überweisen fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich überweise. Ben havale ediyorum. Ich überweise. Ich überweise. Präteritum, ich überwies. Ben havale ediyordum, ettim. Ich überwies. Ich überwies. Perfekt, ich habe überwiesen. Ben havale ettim. Ich habe überwiesen. Ich habe überwiesen. Tekrar edelim. Ich überweise, ich überweise, ich überwies, ich überwies, ich habe überwiesen, ich habe überwiesen. Futur bir, ich werde überweisen. Ben havale edeceğim. Ich werde überweisen. Ich werde überweisen. Futur 2. Ich werde überwiesen haben. Ben havale etmiş olacağım. Ich werde überwiesen haben. Ich werde überwiesen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte überwiesen. Ben havale etmiştim. Ich hatte überwiesen. Ich hatte überwiesen. Tekrar edelim. Ich werde überweisen. Ich werde überweisen. Ich werde überwiesen haben. Ich werde überwiesen haben. Ich hatte überwiesen. Ich hatte überwiesen. Örnek cümlemize geçelim. Die Buchhaltung überwies den Betrag gestern auf ihr Konto. Muhasebe departmanı tutarı dün hesabınıza havale etti. Tekrar edelim. Die Buchhaltung überwies den Betrag gestern auf ihr Konto. Die Buchhaltung überwies den Betrag gestern auf ihr Konto. Diğer bir fiilimiz sparen, biriktirmek, arttırmak, tasarruf etmek anlamına geliyor. Präsens, ich spare. Ben tasarruf ediyorum. Ich spare. Ich spare. Präteritum, ich sparte. Ben tasarruf ediyordum, ettim. Ich sparte. Ich sparte. Perfekt. Ich habe gespart. Ben tasarruf ettim. Ich habe gespart. Ich habe gespart. Tekrar edelim. Ich spare. Ich spare. Ich sparte. Ich sparte. Ich habe gespart. Ich habe gespart. Futur 1. Ich werde sparen. Ben tasarruf edeceğim. Ich werde sparen. Ich werde sparen. Futur 2. Ich werde gespart haben. Ben tasarruf etmiş olacağım. Ich werde gespart haben. Ich
Werde gespart haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gespart. Ben tasarruf etmiştim. Ich hatte gespart. Ich hatte gespart. Tekrar edelim. Ich werde sparen. Ich werde sparen. Ich werde gespart haben. Ich werde gespart haben. Ich hatte gespart. Ich hatte gespart. Örnek cümlemize geçelim. Sparte Geld, sich eine Gitarre zu kaufen. Kendine gitar alabilmek için para biriktirdi. Tekrar edelim. Sparte Geld, sich eine Gitarre zu kaufen. Sparte Geld, sich eine Gitarre zu kaufen. Diğer bir fiilimiz reduzieren. Bir şeyi azaltmak, eksiltmek anlamına geliyor. Präsenz, ich reduziere. Ben azaltıyorum. Ich reduziere. Ich reduziere. Präteritum, ich reduzierte. Ben azaltıyordum, azalttım. Ich reduzierte. Ich reduzierte. Perfekt. Ich habe reduziert. Ben azalttım. Ich habe reduziert. Ich habe reduziert. Tekrar edelim. Ich reduziere. Ich reduziere. Ich reduzierte. Ich reduzierte. Ich habe reduziert. Ich habe reduziert. Futur bir, ich werde reduzieren. Ben azaltacağım. Ich werde reduzieren. Ich werde reduzieren. Futur iki, ich werde reduziert haben. Ben azaltmış olacağım. Ich werde reduziert haben. Ich werde reduziert haben. Plusquamperfekt. Ich hatte reduziert. Ben azaltmıştım. Ich hatte reduziert. Ich hatte reduziert. Tekrar edelim. Ich werde reduzieren. Ich werde reduzieren. Ich werde reduziert haben. Ich werde reduziert haben. Ich hatte reduziert. Ich hatte reduziert. Örnek cümlemize geçelim. Da sie ihren Laden schließen musste, reduzierte sie alle Preise. Dükkanını kapatmak zorunda kaldığı için tüm fiyatları düşürdü. Tekrar edelim. Da sie ihren Laden schließen musste, reduzierte sie alle Preise. Da sie ihren Laden schließen musste, reduzierte sie alle Preise. Farklı bir örnek cümlemiz. Die Kosten sind gesunken. Deswegen können wir die Preise reduzieren. Maliyetler düştü. Bu yüzden fiyatları azaltabiliriz. Tekrar edelim. Die Kosten sind gesunken. Deswegen können wir die Preise reduzieren. Die Kosten sind gesunken. Deswegen können wir die Preise reduzieren. Diğer bir fiilimiz raten. Tavsiye etmek, öğütlemek, bir şeyi tahmin etmek veya çözmek, örneğin bir bulmacayı çözmek.
Raten fiili düzensiz bir fiildir. Präsens, ich rate. Ben tavsiye ediyorum. Ich rate. Ich rate. Präteritum, ich riet. Ben tavsiye ediyordum, tavsiye ettim. Ich riet. Ich riet. Perfekt, ich habe geraten. Ben tavsiye ettim. Ich habe geraten. Ich habe geraten. Tekrar edelim. Ich rate. Ich rate. Ich riet. Ich riet. Ich habe geraten. Ich habe geraten. Futur bir, ich werde raten. Ben tavsiye edeceğim. Ich werde raten. Ich werde raten. Futur iki, ich werde geraten haben. Ben tavsiye etmiş olacağım. Ich werde geraten haben. Ich werde geraten haben. Plusquamperfekt. Ich hatte geraten. Ben tavsiye etmiştim. Ich hatte geraten. Ich hatte geraten. Tekrar edelim. Ich werde raten. Ich werde raten. Ich werde geraten haben. Ich werde geraten haben. Ich hatte geraten. Ich hatte geraten. Örnek cümlemize geçelim. Ich rate dir, ihr die ganze Wahrheit zu sagen. Ona tüm gerçeği söylemeni tavsiye ederim. Tekrar edelim. Ich rate dir, ihr die ganze Wahrheit zu sagen. Ich rate dir, ihr die ganze Wahrheit zu sagen. Farklı bir örnek cümlemiz. In diesem Spiel versucht eine Person mit Handzeichen etwas zu erklären. Die anderen müssen dann raten. Bu oyunda bir kişi el işaretleriyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Diğerleri de tahmin etmek zorundalar. Tekrar edelim. In diesem Spiel versucht eine Person mit Handzeichen etwas zu erklären. Die anderen müssen dann raten. In diesem Spiel versucht eine Person mit Handzeichen etwas zu erklären. Die anderen müssen dann raten. Bu dersimizde unterstreichen, überweisen, sparen, reduzieren, raten fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.